Hallo zusammen. In diesem Video geht es wieder um SAP-QM und zwar speziellen um das manuelle Anlegen eines Prüflosen. Wie ich in dem einen oder anderen Video schon erklärt habe, müssen immer gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Das gilt natürlich auch beim Anlegen beim manuellen Anlegen von Prüflosen. Das heißt, im Materialstamm muss eine entsprechende Prüfart hinterlegt sein. Ist die nicht hinterlegt, kann ich auch keine Prüflose entsprechend dafür anlegen. Ich muss, wenn ich ein Prüflos manuell anlegen möchte, immer erstmal angeben, für welches Material soll das geschehen, natürlich auch für welches Werk und die sogenannte Prüflosherkunft, sprich die Prüfart, die herangezogen werden soll. Handelt es sich um einen Wareneingang, einen Warenausgang? Ist das im Rahmen einer Produktion oder? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme mal den Part Wareneingang. Mit Enter geht es weiter. Und Daten, die sonst bei einem automatischen Prüflos immer von selber gezogen werden, muss ich jetzt natürlich per Hand eintragen. Ich sehe das auch immer hier. Das sind die sogenannten Muss-Felder. An diesem Symbol kann ich das sehr schön nachvollziehen. Es geht meinetwegen um 100 Stück. Lieferant ist der Lieferant mit der Nummer 1000. Das wäre dann das ist die Nummer, die für ein Unternehmen entsprechend steht. Die Einkaufsorganisation muss angegeben werden. Und als Kurztext meinetwegen der Benutzername, damit man immer nachvollziehen kann, wenn ich mir meine Prüflose wieder raussuche, die ich manuell angelegt habe, dann finde ich die eben über den Kurztext, sprich meinen Benutzernamen. Ganz, ganz wichtig, damit die Prüfvorgaben und die Stichproben gezogen werden, jetzt bloß nicht irgendwo rumklicken, sondern die Eingaben, die man bis hierhin getätigt hat, mit Enter bestätigen. Und dann sehen wir auch hier unten in der Statusleiste als Meldung, Prüfvorgaben wurden zugeordnet und der Probenumfang berechnet. Das kann nicht stattfinden, wenn ihr die Eingaben nicht mit Enter bestätigt. Das ist wichtig. Ja. Daraufhin wurde nämlich zum einen festgestellt, Mensch, für dieses Material gibt es einen Prüfplan, nämlich in der Plangruppe 187 mit dem Plangruppenzähler 1 ist etwas zum Thema Wareneingang hinterlegt worden. Ja, ein entsprechender Plan steht dort zur Verfügung und die Stichprobe wird entsprechend zugeordnet. So. Bevor ich das speichere, kann ich jetzt natürlich auch schon mal die Prüfanweisung drucken, die allerdings erst dann tatsächlich erzeugt wird, wenn ich die Anwendung verlasse. Sichere ich das Ganze noch, bekomme eine entsprechende Nummer angeboten, hier zurück auf SAP Easy Access, kann jetzt nochmal nachgucken in den eigenen Spool-Aufträgen. Ich habe ja die Prüfanweisung entsprechend gedruckt. Das ist hier mit dem letzten Uhrzeitenstempel markieren. Anzeigen, dann sehe ich alles klar. Hier habe ich meine Prüfanweisung zum Prüflos, das ich soeben erzeugt habe. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Auf Wiedersehen.